Ja gut, dann kommen wir gleich in Medias Res. Heute reden wir über Pokémon. Ich sag mal hallo, Tai. Hallo. Stell dir mal ganz kurz bitte selber vor für alle, die noch nicht, sagen wir aus dem Wann und Wo oder sonst was irgendwelche Berichterstattung kennen. Ja? Sehr gerne. Also ich bin der Tai, bin mittlerweile 30 Jahre alt und komme aus Feldkirch. Und ja, die Leute aus der Gaming-Szene kennen mich auch auf Twitch unter dem Synonym Super Taiyajin. Warum man mich wahrscheinlich heute ein bisschen erkoren hat, zum Erklären über Pokémon reden, ist, weil ich schon seit klein auf in der Gaming-Szene aktiv bin. Das hat mit Nintendo 64, beziehungsweise noch ein bisschen früher mit der Sega Mega Drive angefangen. Ist dann über die PlayStation 2, 3, 4 irgendwie wieder zurück auf die Nintendo gekommen. Und ja, jetzt bin ich da ziemlich aktiv, regelmäßig am Streamen und großteils Nintendo-Spiele. Du sagst selber, du bist ein Pokémon-Fanboy. Ich schaue, dass ich dir ein bisschen den einbremse in die Jubelorgien. Rennen Aber wir schauen uns das mal genauer an. Wir reden über ein neues Pokémon. Ehrlich gesagt, ich kann nicht mal der Name richtig aussprechen. Bitte bring mich auf Stand. Wie Oh heißt ja, das Ding und was ist das war es? eine große Debatte auch am Stream, wie man das jetzt schlussendlich wirklich ausspricht. Wir haben dann über Japanische bis über Deutsche, Englische, nennt man dann philosophiert. Arceus heißt es schlussendlich, so wie ich jetzt das so nennen darf. Pokémon-Legenden Arceus. Und was ist das Pokémon? Also Pokémon Arceus ist das neueste Spiel vom Franchise der Pokémon Company und ja, seit glaube 1998 oder so begleiten sie uns in der Spielewelt schon mit verschiedensten Editionen und mittlerweile glaube 25 Jahre schon aktiv und die haben jetzt diverse Spiele rausgebracht und es geht eigentlich immer wieder darum, dass man unterschiedlichste Pokémon fangen muss. Es hat angefangen mit 150, ich glaube jetzt mittlerweile gibt es über 750. Und ja, in jeder Edition gibt es natürlich einen Bruchteil davon zum Fangen. Und ja, es geht im neuesten Spiel auch darum, dass man die Pokémon erforscht und sie näher bringt und ihr Verhalten erklärt. Ja, erforscht aber. Das klingt eigentlich nach einem Tiererkundungsspiel, aber in Wirklichkeit ist das ja höchst moralisch verwerflich, in der man Tiere gegeneinander antreten lässt. Vielleicht den Kampf kannst du dann auch noch erläutern, weil ich glaube, das ist ja so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, oder? Wo man die Viecher dann gegeneinander antreten lässt, dass man sie dann Ja, kriegt. das Viecher würde ich nicht sagen, aber genau. Also du kannst sie trainieren schlussendlich. Es ist wie so eine Art Tamagotchi, die du in deinem Team mitführst. Und bis zu sechs, sag jetzt mal, Pokémon kannst du mitführen und die kannst du dann trainieren, die entwickeln sich dann mit der Zeit und ja, erlernen neue Attacken und werden immer stärker und dann kannst du mit anderen Trainern messen. Ja, es ist so ein Schere, Stein, Papier Prinzip im Grunde, je nachdem, was für Statistiken du hast, bist du schneller, besser oder ja, machst mehr Angriff. So Wasser gegen Feuer wirkt was und Genau, Wind Wechselwirkungen sind gegen. natürlich ein Thema, aber das sind so viele verschiedene Typen, da muss man wirklich erklären, sich intensiver damit beschäftigen, dass man weiß, dass zum Beispiel eine Feenattacke stark gegen einen Drache ist. So, was ist denn die Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist tatsächlich Evoli. Also man sieht es, glaube ich, da noch, Klelle im Eck ist da. Ich bin Ah, okay. großer Fan von Evoli, weil es auch diverse Variationen bietet, was die Entwicklungsform angeht. Aber es an sich auch ganz ein plauschiger Gefährte ist. Also Ja, populär es gehört Pokémon praktisch. tatsächlich Das zu der. kennt ihr ganz viele. Immer denkt, du bringst jetzt irgendein Na, abstruses, tatsächlich nicht. wo Ich noch bin keiner da je gesehen hat. tatsächlich mehr auf den Mainstream-Schiene, weil es mir einfach taugt, muss man dazu stehen. Reden wir über das neue Pokémon. Was macht man da im Gegensatz zu der vorigen? Was ist da anders? Also du bist nicht ein klassischer Pokémon-Trainer, wie es Suso immer war, sondern du bist Mitglied von einer Galaktik-Expedition und dein Hauptaugenmerk liegt wirklich darin, die Pokémon zu erforschen. Das ist wirklich das Neuere. Suso war es immer so, ja, sag jetzt mal, eine Sidequest mehr oder weniger, dass du dein Lexikon vollbringst. Und ja, da geht es wirklich darum, dass du möglichst viele Pokémon in unterschiedlichen Situationen erfängst. Sei es jetzt am Schlafen, ja. Wenn es gerade wütend auf dich ist, ganz unerkannt und Nacht, Tag und so weiter. Manche haben das ja irgendwie denkt, das wird ein bisschen wie das Breath of the Wild, das Zelda, Open World mäßig und so. Ist es das? Nein, tatsächlich nicht. Also es hat einige Elemente, hat natürlich drin, wie das Reiten oder das Flügen oder das Gleiten, wie auch immer. Es hat auch sehr viel abwechslungsreiche Missionen und Nebenquests, wie man es so kennt aus klassischen RPGs. Aber es muss ja ehrlich sagen, so einen Umfang bietet es nicht via Zelda und das hat man auch im Vorhinein eigentlich gewusst. Optisch kannst du mithalten? Optisch kann es natürlich ohne mithalten. Also ich muss sagen, grundsätzlich, was Nintendo Games angeht, muss man wirklich bescheiden sein, dadurch, dass sie wirklich vor
von PlayStation auf Nintendo geswitcht bin, sozusagen, muss man da auch Abstriche machen, was die Grafik angeht. In dem Pokémon müsste man denken, dass es nach 25 Jahren möglich ist, eine schöne Grafik herzukriegen. Sie haben teilweise Besserungen gehabt, aber ja, es ist halt nicht das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Ja, aber warum spielt man das denn? Was macht da Spaß? Und tatsächlich ist es so, dass es das Pokémon ist, das ich mir schon Ewigkeiten gewünscht habe. Und ich glaube, ein großer Teil von der Community auch. Es ist so, dass man endlich mal drauf loslaufen kann und man sieht auch die Pokémon nicht nur in der Wiese, wenn man dann quasi reinläuft und man weiß nicht, was für Pokémon man begegnet, sondern sie laufen auch frei in der Gegend umeinander. Und aber teilweise gehst du zu einer Ahne, schaust du nur an, sie greifen dich nicht gleich an. Es ist einfach so sehr lebendig und sehr interaktiv mit der Pokémon. Du kannst sie füttern währenddessen und sie so einfangen und es ist ein viel lebendigeres Pokémon an sich. Also es ist quasi ein Pokémon Origins, oder? Im Endeffekt ist es ein Prequel von allen Teilen. Genau, es läuft quasi in der Vergangenheit. Du bist quasi ein Junge oder ein Mortle, die in der Jetztzeit ist und dann zurückkatapultiert wird in die Vergangenheit. Und dann wirst du von einem legendären Pokémon beauftragt, dass du quasi alle Pokémon erforscht, die in der Region leben. Und wenn du das dann erledigt hast, weißt du noch nicht, was passiert, will ich auch nicht spoilern. Aber die Geschichte fesselt dich prinzipiell. Ist das, die Geschichte an ist sich das Standard? War in den letzten Pokémon-Teilen, muss ich auch sagen, jetzt nicht die spannendste. Es gibt immer eine Hauptstory und du machst sie auch gern, aber es ist jetzt nicht. Pokémon ist eigentlich noch nie ein Spiel gewesen, wo du es gesagt hast, boah, die Story, die packt und die Band, die zieht und so in den Bann, dass du jetzt nicht aufhören kannst, Spieler, wegen der Story. Es ist eher die Mechanik, was dahinter steckt. Es ist mehr. Ja, das Drumherum, das Pokémon-Trainierer, Pokémon-Nemmergear, dass du so, du hast dann quasi den Team, wo du genauso zusammenstellst, wie du es gern hast, ob sie jetzt stark sind oder schwach sind, ob du die jetzt, ja, kannst du wirklich ein bisschen austoben. Und das ist mehr das Interaktive mit deiner Pokémon selber. Du kannst auf Farms gehen, du kannst sie füttern. Teilweise gibt es Editionen, wo sie dann verkleiden kannst und halt individualisieren. Und das ist das, was eigentlich mehr Spaß macht. Im Endeffekt jetzt ist ja nicht nur Pokémon fangen und wie du sagst trainieren, sondern du musst ja auch einzelne Sachen entlocken, du musst eine bestimmte Anzahl dort kriegen, du musst einer Zuschauer wie diese etwas bestimmte Aktion ausführen. Ist das nicht eine massive Liste zum Abhaken? Also für mich fühlt es sich ein bisschen an wie eine Einkaufsliste, wo ich ganz lang durch die Gegend laufen muss. Das kann man so sagen, aber ich muss sagen, dass es ein frisches Kampfsystem gibt und das Balancing vom Spiel selber so nett funktioniert, ist es wieder ganz interessant, weil es ist wirklich so, dass früher war es so, dass wenn du ein schwaches Pokémon drauf warst und du bist mit dem Stärker reingegangen, du hast eigentlich immer gewonnen, aber irgendwie haben sie es richtig oder falsch gemacht, man kann es in Frage stellen, die schwachen Pokémon sind so dermaßen stark teilweise, dass es wirklich zu einer Herausforderung wird. Und das macht wiederum Spaß, dass du sagst, okay, du kannst es nicht einfach irgendwie machen, sondern du musst schauen, dass es auch funktioniert. Bist du so ein Komplettierer praktisch, der ganz viele Dinge abhaken muss, bis es dann wirklich komplett voll ist? Ich muss schon sagen, wenn es mich packt, dann bin ich so ein kleiner Trophy-Hunter und will eigentlich schon alles komplett haben. Also bis zum letzten Winkelerkunde und das letzte Pokémon mit dem letzten besten Attack, den auch mit dem Team haben. Würdest du sagen, das Spiel ist jetzt eher für die Casuals oder für die Hardcore-Freaks wie die? Boah, sowohl als auch, muss ich sagen. Also durch das, dass die Stats oder die Statistiken von der Pokémon anders aufgebaut werden oder anders trainiert werden wie Sus und die Wahrscheinlichkeit von gewisser seltener Former, das ist auch in der Szene ziemlich beliebt, also quasi die Shiny Former, auch nicht zum Core. Ja, denke ich, dass da sehr wohl die Hardcore-Gamer abgeholt werden. Ich weiß nicht, wie es im Verlauf des Spiels alles wird, aber ich glaube, dass in der Competitive-Szene, da wirklich, wo sagen die messen sich auf Turniere und so weiter und so fort, wird die Hauptreihe noch mehr greifen. Aber ich glaube, das Spiel ist auch wirklich so, dass viele, die sagen, oh nein, es ist jetzt nicht genau das Pokémon, was ich Welle habe, und dann anfangen zu spielen, dass wirklich die Energie und den Enthusiasmus sie wirklich packt am Ende. Was würdest du sagen, ist deine liebste Neuerung von dem Game im Gegensatz zu den alten Teilen? Schwierig, das sind echt viele neue Sachen dabei. Durch das, dass sie aber die Nebenquests
O gibt, da habe ich eigentlich wirklich das RPG-Gefühl erklärt, dass du einfach Aufgaben kriegst, zum gewisse Sachen den einsammeln oder Verschücher oder Besieger oder und. Also die Liste ist lang, was an verschiedenen Quests angeboten wird. Dann das frische Kampfsystem, wo Spaß macht. Du quasi früher hast versucht zum Flüchten und dann hast du auf den Knopf gedrückt und dann stand, du hast es geschafft oder nicht. Jetzt rennst du aus dem Kampf raus. Du wirst auch von Pokémon teilweise angegriffen und das hat es davor noch nie gegeben. Und es sind realistische Größen auf dem Feld und. Es ist wirklich so viel Neues, wo das Spiel richtig macht, dass ich über die Grafik hinwegsehen kann tatsächlich. Was würdest du denn verbessern, wenn du es könntest? Beziehungsweise wo müssten sie am ehesten noch bessern? Wahrscheinlich schon die Grafik. Also durch das, dass vieles auch mit Entfernung jetzt nicht wirklich schön ausschaut, hat es da natürlich das meiste Potenzial. Ich sehe es natürlich auch so, dass die Welt an sich teilweise, also nicht überall, aber teilweise leer und leblos wirkt. Es kann sein, dass das im Laufe des Spiels natürlich sich steigt und ich glaube, das hat das meiste Potenzial. Was ich mir natürlich auch wünschen würde, dass irgendwann mal ein Pokémon kommt, wo die Sprechpassagen auch synchronisiert sind. Das würde das Ganze ziemlich aufwerten, würde ich sagen. Welche Art von Gamer würdest du, Gamerin, Gamer, würdest du das Spiel empfehlen, dass man es mal ausprobieren sollte? Oder gleich kaufen? Auf jeden Fall für Sammler oder Freunde von Action-Adventures. Die Dynamik von dem Spiel macht wirklich viel richtig und es ist schon ein großer Schritt, meiner Meinung nach, in eine wundervolle Spielreihe. Kann man süchtig werden noch? Bestimmt. Also mir hat es schon ziemlich gepackt, muss ich sagen. Ich wollte am ersten Tag schon gar nicht mehr aufhören. Ich habe es dann irgendwann doch müssen, weil ich am nächsten Tag auch schaffen muss. Aber es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr abgeholt. Und es geht vielen, vielen gleich. Ja, du dann, Sergei, vielen Ich sage Dank, dass uns go. da mal Einblicke lässt. Dankeschön Wir vielmals. schauen dir dann zu, wenn es nächstes Mal Sehr streamst. Und nimm gerne. mal an, du wirst jetzt ja wieder lang draußen. Ja. Und wenn man sich nicht in deinem Stream wieder sieht, dann zumindest auf Vorarlberg Online. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch.